Es gibt viele Dinge, die ungeahnte Kräfte hervorbringen. Egal zu welcher Zeit. Denn jede Kraft hat einen Ursprung. Wer heute von Handwerkstradition spricht, kann selten auf eine 200-jährige Geschichte zurückblicken. Wir tun das und sind stolz darauf. Im Jahre 1816 gründet Franz Adam Kraft im westfälischen Mastholte eine Huf- und Wagenschmiede. Die Geburtsstunde von Kraft Maschinenbau. Seinem handwerklichen Können ist es zu verdanken, dass der kleine Betrieb sich stetig weiterentwickelt und später auf den Bau von Landmaschinen spezialisiert. Doch der Erfolg der Generationen wird immer wieder auf eine harte Probe gestellt. Die Kriegsjahre. Sie bringen in Westfalen Hunger, Not und Zerstörung. Bei mehreren Explosionen wird die Schmiede fast komplett zerstört. Nur durch den enormen Willen von Gerhard Kraft, inzwischen die vierte Generation, wird das Familienerbe unter größter Anstrengung wieder aufgebaut. Der Betrieb kann weitergehen und wird später durch eine Bauschlosserei erweitert. 1976 ist das Unternehmen Kraft mit 20 Mitarbeitern dank des erfolgreichen unternehmerischen Handelns von Ferdinand Kraft Senior eine Bauschlosserei und Transportanlagenhersteller. Die Leitung übergibt der Senior an Ferdinand Kraft Junior. Er führt, gemeinsam mit Ehefrau Monika, die Firma mit Ideenreichtum und Zuverlässigkeit weiter in die Zukunft. In den 1980er Jahren entwickelt er Sondermaschinen für die Holz- und Möbelindustrie. Die Firma expandiert. 1988 die Übernahme der Kampmeier Maschinenbau GmbH in Langenberg. 1991 wurde in den neuen Bundesländern die Firma Kraham Maschinenbau in Rossau in Sachsen gegründet. Speziell die Produktion von Maschinen für die Türen- und Fußbodenherstellung dominiert die 1990er Jahre bis zu einem schweren Rückschlag. Bei einem Brand im Jahr 1994 wird das Lager und die Fertigungshalle stark beschädigt. Doch auch Ferdinand Kraft Junior lässt sich nicht einschüchtern und kämpft sofort, um die Tradition seines Familienunternehmens mit allen Mitteln weiterzuführen. Bei der Firma Kraft Maschinenbau kämpften 120 Feuerwehrleute aus der Region mehrere Stunden gegen die Flammen. Durch die immens steigende Nachfrage nach komplexen und hochtechnisierten Produktionsstraßen mit integrierten Steuerungssystemen wird pünktlich zur Jahrtausendwende weiter expandiert. Die Produktionsfläche wird erweitert, neue Montagehallen entstehen und ein modernes Verwaltungsgebäude wird zum Hauptsitz der inzwischen 140 Mitarbeiter. 2005 erfolgt die Übernahme der Maschinenfabrik August Gruse in Erzen. Besondere Erfolge feiert das wachsende Unternehmen Kraft Maschinenbau mit der Herstellung von komplexen Anlagen für die Laminatbodenelemente und Tür- und Sargenproduktion. Heute ist die Firma Kraft auf stattlichen 14.000 Quadratmetern größer und erfolgreicher denn je. Doch trotz des Erfolges und der technischen Weiterentwicklung, dem Standort in Riedberg-Mastholte, ist man seit Generationen immer treu geblieben. Insgesamt 480 Ingenieure, Programmierer oder Maschinenbauer, sie alle arbeiten eigenverantwortlich, aber Hand in Hand unter perfekten und modernsten Arbeitsbedingungen. Für jeden das Richtige. Hier werden tagtäglich Maschinen zum Bearbeiten, Montieren, Fördern, Verpacken, Lagern und Automatisieren für nationale und internationale Kunden gefertigt. Dabei wird besonders die Flexibilität, das Engagement und die höchste Qualität geschätzt, mit der Kraft Mitarbeiter jede Maschine zu einem individuellen Erlebnis machen. Der Erfolg wird geteilt, denn das lokal verwurzelte Unternehmen unterstützt gerne und großzügig Menschen und soziale Projekte in der Region. Grenzenlose Kraft. Von Mastholte in die Welt.
waren früher ausschließlich Kunden in der Nachbarschaft, werden heute bei Kraft entwickelte Hightech-Maschinen in die ganze Welt exportiert. Ob Asien, die USA, Lateinamerika oder Südafrika, rund um die Uhr leisten Kraftmaschinen Höchstleistungen und das Made in Germany. 2016 feiert das Unternehmen 200-jähriges Jubiläum. Markus Hüllmann übernimmt die Mehrheit der Kraftmaschinenbau GmbH und wird die Geschichte weiterschreiben. Denn jede Kraft hat seinen Ursprung. Damals wie heute. Kraft Maschinenbau. Seit 200 Jahren innovativ.